Hallo Tabea, heute schreibe ich, um dir zu berichten, was ich alles in unserem wunderschönen Kurzurlaub in der Türkei erlebt habe. Wir sind in ca. 3 Stunden vom Flughafen in Frankfurt nach Antalya in der Türkei geflogen. Das Start war sehr spannend und der Flug war ruhig. Nachdem wir gelandet sind, wurden wir mit einem Bus in unser Hotel gefahren. Erst spät kamen wir in unserem Hotel an. Und ich konnte es kaum abwarten, bis ich endlich das Meer sehen darf. Doch leider war es schon zu spät für diesen Tag. Gleich nach dem Frühstück am nächsten Tag haben wir einen tollen Strandspaziergang gemacht. Die Sonne hat geschienen und das Meer war sehr wild. Leider durfte man wegen den hohen Wellen nicht ins Meer gehen. Deshalb war auch die rote Fahne am Strand gehisst. Ich habe dort Muscheln gesammelt. Und die schönste, die ich gefunden habe, möchte ich dir schenken. Die Pools im Hotel waren sehr kalt, doch einmal bin ich hineingesprungen. War das kalt, aber es hat Spaß gemacht. Am dritten Tag haben wir Hammam gebucht. Das ist eine Massage mit ganz viel Schaum. Und das war herrlich entspannend. Meine Haut war danach ganz weich. Das Essen im Hotel war jeden Tag sehr lecker. Es gab alles, was das Herz begehrt. Aber am besten fand ich die süßen Speisen. Jeden Abend haben wir Billard gespielt. Das fand ich klasse. Nach 6 Tagen sind wir dann wieder zurück nach Deutschland geflogen. Der Urlaub hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Urlaub. Ganz liebe Grüße von deiner Theresa. Ein Brief zu schreiben ist der Hit. Da machen wir doch alle mit. Wir stellen mal das Chatten ein und werfen einen Brief in den Briefkasten rein.